Ja, wer kennt das nicht? Da hat man sich's gerade gemütlich gemacht zum taktischen Warten auf einem Schornstein, einem Kran oder einem Häuserdach und dann kriegt man den Marschbefehl. Oft genug fragt man sich dann, wie soll ich jetzt hier schnell genug wieder runterkommen? Im Add-on Special Forces für Battlefield 2 ist das jetzt kein Problem mehr. Da gibt's, wie Sie gerade gesehen haben, Kletterseile, die Sie per Armbrust verschießen. So können Sie sich in Windeseile abseilen. Und warum ist das eigentlich alles so grün hier? Das ist nicht etwa DICE verstecktes Statement zu den Neuwahlen, sondern das neue Nachtsichtgerät. Ob das einen spielerischen Nutzen hat, muss DICE erst noch beweisen, denn in wie so vielen anderen Multiplayer-Shootern macht das Nachtsichtgerät die Sicht eigentlich nur grün, mehr sehen tun sie damit eigentlich nicht. Sehr nützlich hingegen ist das Tränengas, das lässt die Sicht des Gegners verschwimmen. Das kann man, wie schon in Raven Shield, mit einer Gasmaske kontern, dann ist Sprinten allerdings nicht mehr drin. Glauben Sie mir, wenn man sowas erstmal anhat, möchte man sogar nicht mehr gehen. Kletterseile können übrigens auch Freund und Feind benutzen, die sollte man also nicht unbedacht irgendwo hängen lassen. Neben neuen Waffen wird es in Special Forces natürlich auch neue Fahrzeuge geben, der Schwerpunkt soll aber auf knackigen Infanterieduellen liegen. Die Kletterseilkatapulte sollte DICE lieber noch mal ein bisschen überarbeiten, denn wie Sie hier sehen, ist deren Reichweite einfach zu groß. Wenn man so 150 Meter unter 3 Sekunden zurücklegen kann, ist das dann doch ein bisschen albern. Ich bin ja bekennender Battlefield-Fan und freue mich deshalb über jedes Zusatzmaterial. Okay, Nachtsichtgeräte, den Sinn von denen habe ich in Computerspielen noch nie verstanden. In Counter-Strike benutze ich das Ding bis heute nicht. Aber Tränengas ist natürlich bewährt und gut und die Kletterseile sind eine echt super Idee. Ich freue mich auf das Add-on.